Guten Abend. Mein Name ist Sude David Wilp und ich bin beim GMF hier im Berliner Büro. Ich habe die Ehre, jetzt Minister Schmidt ein paar Fragen zu stellen. Minister Schmidt, können Sie hier hinkommen, bitte? So, Christian Schmidt ist seit Februar 2014 Deutschlands Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Zuvor war er parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium der Verteidigung und auch parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und seit 1990 ist er Mitglied des Bundestags und noch wichtiger, er ist seit 2006 Präsident der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Vielen Dank, Minister Schmidt, dass Sie hier sind. Ich habe gehört, morgen gibt es eine Kabinettssitzung von der Bundesregierung. So können wir vielleicht ein paar Szenarien aufbauen. Was werden Sie Ihren Kollegen morgen sagen über die Wahlen in den USA mit einem Gewinner Hillary Clinton oder einem Gewinner Donald Trump? Ja, vielen Dank. Sehr unterschiedliche Szenarien. Ich glaube, wenn Donald Trump heute Nacht, morgen früh ausgerufen wird als neuer gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, dann werden wir erst mal ein paar Sekunden ruhig sein und nachdenken und sagen und überlegen, wie kriegen wir das, dass wir den Präsidenten der USA, der Präsident ist, wie immer er heißt, sofort zu einem guten Verständnis für die transatlantischen Beziehungen. Wir hatten bei der letzten Wahl dann vom Pivot Towards Asia gehört und gesehen und eigentlich würden wir und sollten wir dann ein Stück Pivot Back to Europe sprechen, weil die Probleme in Europa so sind, dass auch an Donald Trump nicht vorbeikäme. Mit Hillary Clinton wäre es ein klein wenig kürzer. Wir hätten die Idee, super, dass die wichtigste europäische Staat von der Größe her von einer Frau und der wichtigste nordamerikanische Staat von der Größe her auch von einer Frau regiert wird. Und das ist ja schon mal eine gute Basis. So, war das vielleicht ein Fehler, dass die Bundesregierung keine Kontakte mit sozusagen die Berater von Donald Trump versucht hat, oder auch war das ein Fehler, dass Minister Steinmeier Kritik ausgeübt hat über die republikanische Kandidat? Naja, ich würde mal sagen, wenn ich das Revue passieren lasse, was Donald Trump über Deutschland, über die Bundeskanzlerin gesagt hat, dann muss man das alles mal dann danach abhaken und auf die Seite legen. Ich glaube nicht, dass das irgendeine Rolle spielen wird. Allerdings wäre die Antwort auf die Frage, wenn man die Berater von Donald Trump treffen will, welchen hätten wir denn vor einigen Monaten fragen sollen? Das wäre schwierig gewesen, einen zu markieren, der hier als Ratgeber fungiert. Okay. Und wenn die Deutschen wählen könnten, wird natürlich Hillary Clinton der klare Gewinner morgen sein. Was erwarten Sie von einer Präsidentin Clinton für die deutsch-amerikanische Beziehung? Also ich habe ja nun die Freude, schon viele oder eine Reihe von Straw Polls in Bonn und in Berlin miterleben zu dürfen. Und die deutschen Wähler sind nicht immer treffsicher im Hinblick auf das, was dann der amerikanische Wähler, der wirklich entscheidet, wählt. Deswegen lassen wir es mal lieber dabei bewenden, was der amerikanische Wähler wählt. Hier wäre natürlich Hillary Clinton gewählt. Ob das eine Überzeugungswahl wäre oder eher eine Überlegungswahl, ja, ich würde dann sagen, in Deutschland wäre es mit großer Sicherheit Letzteres. Und für Deutschland, was bedeutet das, wenn Präsident Clinton im Weißen Haus da sitzt? Wird die Beziehung noch stärker sein? Wird der Status quo sein? Oder wird es vielleicht auch eine Herausforderung für Sie und Ihre Kollegen? Wir werden wieder feststellen, dass die Amerikaner
nicht einen Good Guy oder eine Good Lady für die ganze Welt gewählt haben, sondern dass sie ihren Präsidenten, ihre Präsidentin gewählt haben, dass er amerikanische Interessen vertritt, dass sie amerikanische Interessen vertritt. Und wir tun gut daran, uns vorzubereiten, auch bei einer Präsidentin Clinton, dass wir unseren Beitrag zum Transatlantischen, zur Sicherheit, zur Bewältigung von Krisen und auch zum gemeinsamen Handel, wenn ich das sagen darf, dass wir da auch einiges dazu beitragen müssen. Im Sicherheitspolitischen ist das die Frage nach den Investments, die Frage der Rolle der NATO und in meinem Zuständigkeitsbereich im Handelspolitischen würde ich mal sagen, dann lasst uns bald dran gehen, to reinvent TTIP. Vielleicht sollten wir einen anderen Namen finden dann dafür. Und dann ganz transparent und offen von beiden Seiten versuchen und darzulegen, dass die Handelsbeziehungen zwischen unseren beiden Regionen nahezu strukturentscheidend für die ganze Welt sind. Um das auch zu verstehen, hoffe ich, dass Sie auch im Geiste von Barack Obama die transatlantischen Beziehungen und Handelsbeziehungen sieht. Es ist ja völlig übersehen worden in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, dass die Handelsbeziehungen, die Obama und wir mit ihm und natürlich mit dem Vizepräsidenten und seiner Ansprache in München entwickeln wollen, ja gerade die Antwort auf die Kritik waren, dass Handelsbeziehungen eindimensional sind. Sozial, ökologisch und ökonomisch müssen sie funktionieren, hat Barack Obama in seiner Grundsatzrede gesagt. Und da hat er recht und das soll der recht behalten. Das können wir auch schaffen. Ja, TTIP wird natürlich auch ein schwerer Begriff während der deutschen Election Season nächstes Jahr. Sie sind lange im politischen Geschäft. Was denken Sie zurzeit über den Ton und so Art von Politics heutzutage auf beider Seite des Atlantiks? Also das war schon gewöhnungsbedürftig, die Art und Weise der Wahlauseinandersetzung jetzt in den USA. Da sind wir irgendwie ein Stück schon davon entfernt. Aber was in beiden Ländern festzustellen ist, dass wir ein Gefühl haben in der Gesellschaft, dass eher auseinanderdriftet als zusammenkommt. Inside the Beltway, outside the Beltway. Bei uns allerdings auch die Frage derer, die sich nicht mitgenommen fühlen und die auch ein gewisses Ferment bilden für Radikalisierung oder Populisierungen. Deswegen kann man schon vom einen, vom anderen auch einen Blick gewinnen, wie man umgeht. Ich bin der Meinung, man sollte um Gottes Willen nicht, wie wir das auch mit dem Blick nach USA tun, meinen, ja, die haben keine Chance, der ist das nicht. Man muss ja Gott sei Dank in einer Demokratie one man, one woman, one vote und alle zählen gleich, wissen, dass da ein großes Potenzial an Unruhe da ist. Und dann würde ich sagen, ein Stück Gelassenheit. Wenn ich eine kleine Geschichte erzählen darf, bei den Vorwahlen im letzten Jahr, wo noch sehr viele republikanische Kandidaten irgendwie standen und die Studios gar nicht ausgereicht haben, habe ich einen mir bekannten, gut befreundeten, jetzt in den USA ansässigen, früheren deutschen Verteidigungsminister angerufen. Sagt Karl Theodor, wer wird's denn? Karl Theodor sagte, ich setze auf Jeb Bush, sagte ich auch. Unfortunately, we were wrong. Und das zeigt doch, dass man etwas Geduld haben muss und dann dran arbeiten muss. Vielen Dank, Minister Schmidt. Und vielen Dank.